Recht herzlich willkommen zu Part Nummer 11 von Planet Nomads. Es ist eine neue Version, 0,6,2 oder Punkt. Ja, da gab es ein paar kleine Updates, so das Multitool hat jetzt so einen Kreis auf dem Boden, wo man sehen, wo man dann die Erde verändern würde. Ein paar Icons haben sie verändert, wie man hier links sieht. Ja, und so ein paar Sachen auch noch, die ich jetzt gerade nicht weiß. Lasst uns mal gucken, wo wir sind. Da ist unsere Basis. Ja, komm, springen wir drauf. Okay, da ist der 3D-Printer. Hier ist unsere Lebensmittelmaschine. Da ist nichts drin. Und das Inventar ist auch leer. Ich glaube, das hat dann wohl mit dem Update zu tun. Das ist nicht so schön. Okay. Dann brauchen wir halt Ressourcen als erstes, ne? Was ist da oben? Ist das ein Stein? Nee, ne? Nee, ist was anderes. Was ist das? Sieht neu aus. Oh, okay. Da sind alle Ressourcen drin. Okay, dann packen wir die mal rüber. Also das Update wird wahrscheinlich über diesen Weg dann erfolgt sein, dass man erst diesen Kanister gemacht hat, in die Welt gepackt hat und dann irgendwie was geupdatet hat, damit das funktioniert. Gut. Akzeptabler Weg, sag ich mal. Ne? So kann man das mit dem Safe Game weiterspielen. Und Biomasse. Das war dreckiges Wasser. Gut, wir brauchen definitiv Kräuter, um frisches Wasser zu machen. Die Biopasta haben wir zum Essen, ist aber gerade nicht aktuell. Jetzt die Icons sieht man hier, das ist ein Wasserbecher sozusagen für Durst. Das ist Lebensenergie wohl. Und da ist was zu essen. Gut. Was machen wir jetzt? Gucken wir noch hier nochmal, was hier läuft. In dem Container ist noch was drin. Ah, da ist noch einmal Kräuter. Gut, dann lass uns da mal gerade Wasser vielleicht da drin machen. Wir machen Wasser, aber geht nur einmal. Das dreckige, ne, das war nicht dreckiges Wasser, anderes. Dingens, hier haben wir nochmal was essen. Lassen wir aber da drin. Okay, da können wir 10-mal jetzt hier ja, Lebenspaste machen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, sondern Biopaste. Ein Pesto machen wir daraus. Gut, das ist Wasser haben wir auch. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal Dingens sammeln. Sag schon, Kräuter. Regnet gerade. Sonne scheint da hinten. Gut, dafür müssen wir mal gucken, dass wir irgendwas abbauen. Hier oben ist noch so ein Busch, den wir da. Oder Busch, weiß nicht, Gestrüpp. Dass wir das vielleicht damit kriegen, das geht damit. Ab und zu sind wir hier drin. So, hier kann man das sehen mit dem Zielkreis. So, da war nichts drin. Da auch nicht. Gehen wir weiter hier rüber. Was ist das? Ein Stein. Na, kriegen wir das. Er hat mich nicht verletzt, oder? Gut. Da ist noch eins, aber das ist Holz. Gut, weiter. Hier. Keine Kräuter. Irgendwo noch was? Nein. Irgendwo noch was? Da oben ist noch einer. Keine Kräuter. Gehen wir hier hin, da ist noch was. Ist hier was bei? Ne. Da ist noch einer. Ist Farn oder sowas, ne? Auch keine Kräuter. Da ist noch mehr. Vielleicht kriegen wir hier. Ja, da ist einer. Und noch einer. Ja, zwei Kräuter gekriegt. Da keiner.
Da sind irgendwie diese Vögel, was das immer auch ist. Oh, jetzt kommt, dann wollen wir mal schnell abhauen. Ich weiß nicht. Hat er uns gekriegt? Ich glaube ja. Aber der bleibt da hinten jetzt. Okay. Lass uns weitergehen. Also, wir haben jetzt noch zwei Kräuter dazugekriegt. Das soll erstmal reichen. Dann lass uns Wasser machen. Und kämpfen ist jetzt gerade nicht die beste Möglichkeit, glaube ich. Okay. Zwei, drei Mal Wasser. Drei geht. Okay. Und los geht's. Aber die machen noch die Biopaste, ne? Aber okay, da brauchen wir noch andere Sachen, weil das funktioniert so nicht, ne? Ja, hier müssen noch mehr rein. Machen wir das. Kraften dann die auch. Da geht noch was. Wir haben aber noch fünf drin, ne? Oder wir können aber gerade einen essen. Dann gucken wir noch ein paar Sachen hier rein, oder? Das dreckige Wasser können wir hier lassen. Die Kompositparten-Teile können wir da lassen. Ja, Silizium kann auch hier bleiben. Das auch. Eisen auch. Das nehmen wir. Das noch mehr Eisen. Biopaste brauchen wir auch nicht mitnehmen. Oder Biomasse, nicht Paste. Das nehmen wir mit, die Batterie nicht. Den Schlafsack nehmen wir mal mit und das ist ein, ja, das nehmen wir auch besser mit. Können wir das ein bisschen noch sortieren? Jo, und dann gucken wir hier nochmal rein. Das frische Wasser nehmen wir noch. Die Paste können wir, ne, das reicht jetzt, lassen wir so. Gut, dann schauen wir weiter. Wird dunkel. Ja, ist das sinnig jetzt zu laufen? Wir brauchen Früchte auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo es die hier gibt. Die müssen wir jetzt erstmal suchen. Im Dunkeln ist das natürlich etwas schwierig, ne? Hier sind überall Löcher und dann kann man auch noch runterfallen und verletzt sich. Ist ein bisschen schwierig. Schöne Bäume, ne? Da ist noch so ein Farn, aber keine Kräuter. Ja. Müssen wir immer schön vorsichtig laufen. Diesen Baum, den haben wir noch nicht gefällt, das machen wir jetzt erstmal. Diese Sorte, so einen haben wir schon mal gemacht, ne? Also den müssen wir noch. Aber ob es das bringt, weiß ich auch nicht, ne? Okay, der ist jetzt schön irgendwie angelehnt an dem anderen. Fällt nicht um. Zerlegen wir ihn weiter. Okay, jetzt kommt er. Gehen wir aber weg. Sonst haut er uns noch um nachher. Wäre auch nicht so schön, ne? So, zerlegen wir den. Okay, jetzt sind es Baumstammstücke. Und dann ist er weg. Und das ist Biomasse. Bringt es eigentlich nicht so wirklich, ne? So ein paar Bretter wären schöner, ne? Wo können wir jetzt hier das finden, was wir brauchen? Da war ein Loch. Da auch. Ein Busch. Zu weit weg, näher ran. Weg ist er. Bringt aber auch nichts in dem Sinne. Hier ist noch so ein Farn. Auch nichts gebricht. Ja. Hier ist ein Loch wieder, genau da. So aufpassen. Da ist auch eins. Da ist ein Holz. Und da hinten, da ist unsere Basis. Ja, gehen wir mal hier hoch.
leuchtet ein bisschen was, aber ich glaube nicht, dass da Früchte sind. Das ist ein Stein, oder? Gehen wir mal hier lang. Hier ist eine Schlucht. Ziemlich dunkel hier. Unsere Basis da. Wie kommen wir da jetzt hin? Sehen tut man hier gerade nichts. Hier geht's runter, oder? Ja, das. Ist schwierig. Gehen wir zurück. Und da geht's runter. Wasser. Also hier lang ist schon mal schlecht. Hier gibt es noch ein paar Pflanzen, die wir abarbeiten können, aber kein Kräuter. Da noch einer. Auch nix. Ja. Bringt auch nix. Nix, da ist der Mond. Wenn es der Mond überhaupt ist hier auf dem Planeten. Ja, kurz rüber und dann gehen wir mal hier auf der anderen Seite lang. Schauen wir mal, wie wir da rüber kommen. Da geht's auch runter. Ja, auch ziemlich tief, ne? Bringt's auch nicht. Kommen wir mal hier hoch. Okay. Das ist hier dieser Überhang. Ja. Kommen wir da jetzt hin? Hängengrad. Okay, jetzt geht's wieder. Ja. Keine Ahnung, wo wir hier die Früchte finden können. Gucken wir, hier geht es wieder hoch ein bisschen. Da ist ein Loch. Hier nebenher. Sieht irgendwie nichts nach aus hier. Sieht man nichts. Keine Früchte, da ist wieder Wasser. Da gibt es zwei Pflanzen. Gibt es aber keine Kräuter. Da auch nicht. Hier lang, da ist ein Felsbrocken. Kommen wir da runter? Ich denke schon, oder? Ja, es geht, oder? Ja, hier in der Mulde können wir landen und dann wieder hoch. Das abbauen, keine Kräuter. Und das sind das besondere Ressourcen. Ne, gibt's woanders auch. Nichts Spezielles. Ne, immer noch das gleiche dran. Ja, Energie lädt sich noch sehr schlecht auf, beziehungsweise ist schnell alle. Aber das werden wir irgendwann updaten, das Multitool da, ne? So, da mal abbauen und dann hoch. Noch lang. Da unten ist Wasser wieder. Aber nicht zu sehen, ne? Gut. Oh oh. Andere Richtung besser. Hier hoch. Gehen wir nochmal hoch. Da ist ein Felsen. Oh, da ist ein Gorilla oder sowas. Das ist auch nicht gut. Lass uns mal wieder runter. Einmal rüberfliegen.
Weiß nicht, ob wir jetzt Schaden genommen haben. Kommt er? Ne, der ist da oben geblieben, glaub. Gut ist das. Gut. Gucken wir hier weiter. Ja, hier geht's auch noch lang, aber nichts Besonderes. Ich denke mal, die Folge ist jetzt auch genug. Ich sag mal, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.